Grüß euch bei einem neuen Abenteuer von Sailing Squib. In dieser Folge erreichen wir mit nur einem Stopp in Le Roche de Condrieu endlich Lyon und lassen die strömungsreiche Rhône hinter uns. Sailing Squib. Abenteuer rund um Segeln mit Sabina, Peter und Squib. Wir sind in Valence dann relativ zeitig weggefahren, noch vor 8 Uhr in der Früh, und haben an dem Tag noch 3 Schleusen passiert und konnten insgesamt über 70 Kilometer stromaufwärts gut machen und sind dann, bitte alle, die Französischkenntnisse haben, nicht lachen, in Le Roche de Condrieu angekommen, nachdem es schon stundenlang geregnet hat. Wir haben hier gleich für 2 Nächte gebucht, da auch für den heutigen Tag den ganzen Tag Regen angesagt war und wir jetzt dann nicht nur ganz kurz wegfahren wollten. Bevor wir wegfahren, schaue ich jeden Tag in den Wetterbericht und auf die Rhône Info. Das ist eine eigene Homepage, die vom VNF gestaltet wird und wo man die Pegelstände in den verschiedenen Orten nachschauen kann. Wir hatten gestern Pegelstände um die 1200 Kubikmeter pro Sekunde und haben dann auch noch den größten Nebenfluss der Rhône, die Isère, passiert. Und das haben wir richtig an der Geschwindigkeit gemerkt, denn vorher sind wir oft nur mit 5, 6 oder 7 km/h vorwärts gekommen, obwohl wir immer relativ nah zum Ufer fahren. Und nachher ging es dann mit 8, 9 oder 7,5 km/h weiter nordwärts, sodass wir von der letzten Schleuse bis Le Roche de Condrieu nur 2,5 Stunden gebraucht haben, obwohl das über 20 Kilometer waren. Bei der letzten Schleuse gestern, der Schleuse von Sablon, hatten wir insofern Glück, dass uns 2,5 Kilometer bevor wir die Schleuse erreicht haben, ein Passagierschiff überholt hat und entgegen der Erwartungen, dass sich die Schleuse hinter dem schließt, ist sie offen geblieben und wir konnten noch hineinschlüpfen, obwohl das Passagierschiff auf uns noch über 10 Minuten warten musste. Wir sind dann praktisch ohne Zeitverlust durch die Schleuse gekommen. Das Rauffahren und Rausfahren dauert ja nicht mehr als eine Viertelstunde. Und so konnten wir noch bei Tageslicht gegen 19.30 Uhr problemlos den Hafen in Le Roche de Condrieu erreichen. In Le Roche de Condrieu habe ich vergessen, die Kamera von Zeitraffer auf normale Aufnahme zurückzustellen. Deswegen dauert unser Einkaufsbummel nach heftigen nächtlichen Gewittern zu Leclerc nur 25 Sekunden. Heute haben wir den Regentag genützt und sind zum Supermarkt gegangen. Wir haben den Leclerc ausgewählt, weil er der nächste war und riesig ist. Das haben wir nicht gewusst vorher. Naja, ich habe es mir ungefähr vorgestellt, weil ich war ja gestern schon bei einem. Und prompt sind wir dort in den Kaufrausch verfallen. Als erstes haben wir mal geschaut, ob es ein Einkaufswagerl-Trolley gibt, damit wir alles, was wir uns sonst aussuchen wollen, transportieren können. Weil mit 2 Rucksäcken hätten wir das nicht geschafft. Unsere wichtigste Errungenschaft heute ist unser neuer Einkaufstrolley. Eine fahrbare Transportmöglichkeit, egal in welcher Form, ist auf jedem Boot ein Muss und kein Goodie. Weil wir ja die nächsten paar Tage, wenn es nicht mehr regnet, Strecke machen wollen, haben wir uns überkomplett verproviantiert. Neben den üblichen Vorräten wie Brot, Obst und Gemüse haben wir dann auch noch verschiedene typisch französische Spezialitäten zum Testen eingekauft. Diverse Fleischpasteten, diverse Käse, und auf die freuen wir uns schon sehr.
Natürlich haben wir diese Pasteten nicht nur zum Filmen ausgepackt, es ist bereits 2:15 und wir werden überall ein Stückchen kosten. Wenn der Regen morgen aufhört, beziehungsweise wenn es in der Früh schon schön ist, werden wir dann relativ zeitig hier ablegen, werden zur Tankstelle fahren, unsere Tanks und Kanister wieder auffüllen und dann weiter nach Lyon fahren. In Lyon werden wir übernachten, weil ich nicht glaube, dass wir es schaffen, dort, bevor das VNF-Büro schließt, anzukommen. Da wir es noch immer nicht geschafft haben, die Homepage des VNF zu erreichen und uns eine gültige Vignette für einen Monat zu kaufen. Mich würde es ja nicht stören, wenn wir keine 140 Euro abdrücken müssen heuer, weil Probleme mit der Homepage bestehen. Aber es ist so, wir brauchen ja dann für den Rhein-Rhône-Kanal ein Funkkästchen und da wird das sicher kontrolliert, ob man eine Vignette besitzt oder nicht. Unsere Routine auf den Rhône-Schleusen ist folgendermaßen: Wenn die Schleuse in Sichtweite kommt, melden wir uns mit dem Bierchef an. Als nächstes werden die Schwimmwesten angelegt, die obligatorisch sind. Nein, du hast das falsch. Ja, ich hab's richtig. Dann fahren wir normalerweise zum Warteponton und legen dort an. Zumindest dann, wenn die Schleuse auf Rot oder Rot-Grün ist. Dreimal hatten wir bereits das Glück, dass die Schleuse grün gezeigt hat und da sind wir dann gleich dran gekommen und direkt vom Fluss in die Schleuse gefahren. Allerdings mussten wir auch zweimal über 2 Stunden warten. Wir sind jetzt in der Ansteuerung der vorletzten Schleuse von Vaucreuil und wir haben die Auskunft bekommen, 30 Minuten Wartezeit. Oder in 30 Minuten kommen wir dran, allerdings eine Viertelstunde brauchen wir, bis wir dort sind. Wird es auch nicht so schlimm sein, das Warten. Wir sind in der Schleuse von Vaucreuil, das ist die vorletzte vor Lyon und werden von 144 Höhenmeter auf 150 gehoben. Die Schleuse von Vaucreuil liegt bereits einen Kilometer wieder hinter uns und es ist wieder Zeit, die Schwimmwesten abzulegen. Obwohl ein bisschen gewärmt hat. Wir haben noch 30,5 Kilometer bis Lyon. Das ist ein süßes Häuschen, schau mal.
Ja, wir haben die letzte Rundschleuse quasi absolviert. Wir müssen nur mehr aus der Schleuse rausfahren und vor uns sind schon die ersten Häuser von Lyon zu erkennen. Wir haben es sozusagen geschafft. Noch 4 Kilometer bis zur Abzweigung in die Saône. Auch im VNF-Büro in Lyon ist es uns nicht gelungen, eine Vignette zu kaufen. Nächste Möglichkeit, Sir, kurz vor der Abzweigung in den Rhein-Rhône-Kanal. In der nächsten Folge nehmen wir an der Altstadt vorbei, die 220 Kilometer die Saône-Strophe aufwärts in Angriff.